Da stimmt doch irgendwas allgemein nicht. Hütte der Hebamme? Fels Tätowierladen? Dort war ich da. Ach, das war hier. LP16. Vorratshof. Ach du Scheiße. Okay, nochmal alles von Anfang. Ja, okay. Ich hätte mir vielleicht nochmal die Parts vorher anschauen sollen, worum es denn jetzt genau geht. So, jetzt können wir nämlich mal hier reingucken. Zauberkundiger. Scheiße. Ja. Ne? Trollsch aus Grünstallarmee. Boah. Das war natürlich wieder richtig gut von mir. Oh Gott. Ring des Reisenden. Rüstungsklasse. Boah, ist ja wieder toll. Ja, okay. Das erklärt einiges. Scheiß drauf. Da haben wir auch genug Geld. Ja, ne? Ich würde mal. Als du eintriffst, wirft Maveth dir einen skeptischen Blick zu. Dein Weg führt dich hier zurück, nicht wahr, Kind? Ja, ich hätte ein paar Fragen an dich. Ich brauche halt irgendwelche Heilmittel. Ja, Heilmittel kaufen wäre vielleicht jetzt nochmal. Keine Ahnung, ob ich das machen will. Ich will's. Ich weiß nicht. Guck mal, Zauber. Ja. Ich mal was sagen, ich bin dumm. Talisman der endlosen Erinnerung. Der Talisman wurde aus der Notwendigkeit geboren und von einer Gruppe junger Gefolgsmänner entwickelt. Beim Üben entdeckten sie ein Mittel, Wissen zu kondensieren und in Form eines Talismans zu speichern. Dieser Talisman hier enthält die gesamte Nachschlagebibliothek der berühmten Charon-Schule für Magier. Magier, ja klar. Bla, unglücklicherweise ist die Wirkung des Talismans flüchtig und der Anwender wird für eine kurze Zeit mit Unverständnis bedacht. Anwender haben diesen Gegenstand jetzt beim Abschätzen des Wertes und Hintergrundes von unbekannten Objekten gefunden. Das heißt, damit könnten wir jetzt, okay. Boah, Bananarama, würde ich mal sagen, ne, so. Ach, Kacke. Blutgrinsel-Talisman, achso, ja, Herz-Talisman. 240. Oha. Nein. Oh Gott. Kaufen. Ich kaufe mal davon ein. Pff, ich will doch keinen schmutzigen Rattentalisman kaufen. Um Gottes Willen. Ebbe. Toll. Danke, Ebbe. Danke. Das wollte ich ja unbedingt, ne? Unbedingt wollte ich das. Naja. Dann müssen wir im Journal mal gucken. Aufgaben. Finde dein verlorene, finde die Quelle von Pharaohs Leichen für Emurik. Finde Ujas Relixmesser und bringe es. Was ist das? Ich habe mit einem Staubmenschen namens Emurik gesprochen. Ich bin mit Sachen mal anzusehen und Emurik hat mir eine Belohnung versprochen, wenn ich rausfinde, wo Leichen herkommen. Bla bla. Das wissen wir eigentlich. Nach den eintätowierten Anweisungen, die Morte auf meinem Rücken gefunden hat, hätte ich eigentlich ein Journal bei mir haben sollen, als ich in der Leichenhalle aufgewacht bin. Es könnte mir was. Ja, toll, aber ich. Glücksmesser, das müssen wir in den Katakomben finden. Und da waren wir noch ein bisschen schwach für. Hol Quints Gift-Talisman von der Leiche von Giris. Quint, der Leichenhausierer im begrabenen Dorf, sucht nach seinem Gift-Talisman. Das ist der Händler. Er meint, ein Sammler namens Chris der Geiler hat ihn. Finde Chris, finde den Talisman und bringe ihn Quint zurück. Joa. Finde die Bronzekohle für Pharod, das müssen wir auch noch suchen. Finde einen Weg, um Ingress zu helfen. Ich habe einen Verrückten namens Ingress. Achso, das war der. Finde die Karaffe des endlosen Wassers. Ein sprechender Schädel namens Glyph in den Katakomben. Der weinenden Steiner hat mich beauftragt, ihm eine Karaffe voller Wasser zu holen, um ihn von seinem Fluch zu erlösen. Ja, breche Übelwinds Fluch des Gestanks. Also, vielleicht kann ich einen Weg finden, ihm zu helfen. Er hatte gesagt, dass er von einem Fetten mit an dessen verdammt wurde, der sich bevorzugt
orangefarben kleidet. Der Mann, der den Fluch ausgesprochen hat, lebt wahrscheinlich in einem der oberen Bezirke, wo auch Ibelwind einmal gelebt hat. Zauberrubin. Ein Zauberwirker namens Yharim ist auf der Suche nach einem Rubin, um einen seiner Zauber verfolgen. Haussammler Patzbringel. Was? Er hat mir versichert, dass er es der Mühe wert sei, wenn ich ihm einen zu. Aha. Okay, ich sprich mit Ma über das Kästchen. Ich muss Ma unbedingt auf den Ärger ansprechen, den er mir beschert hat, indem er mich mit einem Trick dazu brachte, das Kästchen anzunehmen. Wer war Ma? Wo war der? Ma. Ma. Ist dunkel. Ma. Ma. Kann man sich hier nicht irgendwie ausruhen? Hey, Alde. Könnte ich mich hier ausruhen? Das wäre schön. Vielen Dank. Derp. Dum, 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 dum. Das war fehl. Ey, komm. Jetzt ist aber Tag hier. So, danke. Not. Ich bin weg. Ja, dann komm. Hier geht's raus, geht's hier raus? Ich weiß nicht. Wo geht's hier raus? Hier geht's zum nordwestlichen Teil des Stocks. Grabteil des Absteige. Hä, wo bin ich? Warte mal. Hä? Grabteil des Absteige? Da war ein Haus. The Fug? Da war ein Haus. Ich hab dieser große und blasse, finsterblickende Mann strahlt Autorität aus, obwohl er ziemlich schlaksig ist und auch sonst einen recht merkwürdigen Körperbau hat. Ihm fehlt ein großes Stück seines linken Ohrs. Der klägliche Rest davon ist eine einzige Narbenlandschaft. Er sieht eher nach einem Biss als nach einem Schnitt aus. Seine flinken, fast schlitzförmigen Augen sehen clever aus und gefährlich. Bist du Grabteiler? Nein. Er spuckt seine Antwort nur so aus. Ich kenne dich nicht, Dussel. Mit finsterem Blick knurrt er dich an. Wer bist du, dass du dich für einen Grabteil interessierst? Ein Mann namens Pocker hat mich an Grabteile verwiesen. Mir wurde gesagt, dass er vielleicht wüsste, wo Pharod ist. Ha, das weiß ich ja schon. Die Spannung im Raum steigt plötzlich an. Sehr amüsant, deine Frage. Und weshalb interessierst du dich sehr für das alte Vollblut Pharod? Er hat mir etwas gestohlen und ich will es wieder haben. Der Mann schweigt einen Augenblick, dann lächelt er. Er bestiehlt uns alle, ob tot oder lebendig. Was? Er kichert. Was meinst du? Wir leben hier hauptsächlich von den Toten, verstehst du? Du bist ein Sammler. Ja, das ist richtig. Er schaut dich an, als würde er sich gerade etwas überlegen. Es gibt immer nur so und so viele Totenbücher, die meine Jungs und ich sammeln können. Wenn noch jemand anfängt, Leichen zu sammeln, gehen wir so ziemlich leer aus. Hab mein Also, Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. merkwürdig ist nur, dass er Unmengen davon findet. Dabei wüsste ich nicht, dass es im Segel irgendwelche Massaker gab. Er runzelt die Stirn und kratzt sich am Kinn. Ich würde gerne wissen, wo er die Totenbücher alle her hat. Ich weiß es schon. Dann sagen wir 100 Münzen für den Plausch. Abgemacht. Leg nochmal das gleiche auch drauf, dann sind wir im Geschäft. Abgemacht. 200 Kupfermünzen. Nun. Pharods Nachschub an Leichen kommt aus den Katakomben, unter Siegel. Er macht eine Menge Klimper damit, die Leichen, die die Staubmenschen schon begraben haben, wieder an sie Hat mein zurückzuverkaufen. Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er reißt überrascht die Augen auf und schreit laut: Wie bei Bator ist er da runtergekommen, dieser Bastard. Sein Schlupfloch ist ein Höhlenkomplex. Dieser führt zu einem kleinen Straßenblock, der unter dem Lumpensammlerplatz begraben ist. Von einem der Tore dort geht's runter in die Katakomben. Ich kann nicht glauben, dass dieser Bastard so viel Glück hat. Wie lange kann er noch weitermachen, jetzt wo sein Geheimnis gelüftet ist? Dann lacht er ausgelassen. Du hast recht. Hier ist ein Klimperschleifer. Viel Spaß damit. Danke, ich hätte aber noch ein paar Fragen. Hä? Was? Tut mir leid, Schleifer. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Vielleicht ein andermal. Aber jetzt geh bitte. Ich muss Pläne schmieden. Dann gehe ich jetzt mal. Tschüss, Schleifer.
Ne, ein Schleifer, also Erledigt. egal. Bananarama. Sammler, ein ganz einfacher Sammler. Dieser Mann ist in eine schmutzige, zerlumpte, braune Robe gehüllt. Eine lange Kapuze verdeckt fast sein ganzes Gesicht. Sei gegrüßt. Du siehst, wie sich seine Augen unter deiner Kapuze verengen. Und er tritt einen Schritt zurück. Was willst du? Was machst du da? Ich suche nach ein paar verdammten Leichen. Das versuche ich zumindest. Aber man könnte meinen, die toten Mächte, ja, hätten ihr Zeug gepackt und die Ebenen verlassen, so wie die Leute gesund bleiben und so. Seine Augen leuchten plötzlich. Letzten Monat hatten wir die Pocken hier. Das war eine tolle Zeit. Wirklich. Zum Himmel stinkende Leichen und auch viel Klimper zu holen. Warum suchst du nach Leichen? Er wirkt überrascht. Na, du schleifst die Knochengerüste zur Leichenhalle. Da redest du mit den Staubis, handelst ein bisschen und kriegst ein bisschen Klimper. Warum kaufen die Staubmenschen die Leichen? Sie sammeln die Toten, das ist ihr Job. Sie bezahlen uns dafür, dass wir einen größeren Bereich absuchen und ihnen alle Leichen bringen, die wir da finden. Dann sorgen sie dafür, dass sie die toten Knochengerüste an ihren richtigen Platz kommen oder verbrannt werden. Die nehmen das total ernst, ihre bekloppten Philosophie. Aber für mich heißt das einfach mehr Klimper, er zwinkert. Was ist dies für ein Ort? Er schaut dich mit gerunzelter Stirn an. Du bist auf dem Lumpensammlerplatz. Wo sonst? Wo kommst du her, Schleifer? Von der materiellen oder was? Nein, warum suchst du nach Leichen? Nein, das hat mir schon mal gefallen. Er zieht eine Augenbraue hoch. Dann hätte ich zuerst noch ein paar Fragen an dich. Zum Beispiel, was willst du wissen und wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Schau dich um, Schleifer. Ich mache nicht genug Klimper, um für nichts Licht ins Dunkel zu bringen. Es kostet ein paar Münzen, wenn du den Plausch willst. Gib ihm ein paar Münzen. Er spricht verächtlich. Selbst Staubüse zahlen mehr als das, Schleifer. Du scheinst ja nicht viel wissen zu wollen. Wirf ihm 5 Kupfermünzen hin. Er studiert einen Moment lang die Münzen, die er in seiner Händen hält. Also, er streckt sich schnell ein. Frag schon. Es ist mehr über die Sammler. Wir leben davon, dass die schönen Straße, bla bla. Ich habe mein Journal verloren. Ich habe den Gefallen. Was weißt du über Mavis? Die Hebamme? Wirklich eine nette Frau. Hilft einem, wenn man krank ist und so. Sie lebt in einer Hütte bei den Plattformen, falls du sie suchst. Ja, das. Ja, 5 Kupfermünzen. Wir haben ja Ich bin 2400. weg. Erledigt. Ist ja jetzt nicht so. Ne, schlimm so, ne? Ja. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Sammler. Ja, ich will mit dir reden. Dieser Mann ist in einer schmutzigen Sammlung. Lass ihn in Ruhe. Ich will hier raus. Da. Zack. Okay, Rattenknochen, mit denen hatten wir ja schon geredet. Mein Name ist Rattenknochen. Schleife, ich bin ein Dieb zur Miete und stehe Dieb zur Miete. Könntest du mir mich ausbilden? Bla, klar, nein, noch nicht. Bla. Ist Klipper, weich dem Schlag aus. Gut, ich gebe dir jetzt einen auf die Mütze, also weich aus. Bis. Ach so, du weißt halt einen Knochenschlag aus, nicht schlecht, Schleifer. Wie siehst du mit ein bisschen Klimper aus? 50 Kupfermünzen und ich bringe dich richtig gut in Form. Nein, danke. Rattenknochen zuckt lautlos. Lustlos. Ja, lautlos mit dem Rücksinn. Ja, wenn ich mit meinen Achsen zucke, dann ist es immer richtig laut. Wo ist dein Brustgrabteiler? Er nickt in Richtung dieser großen runtergekommenen Hauses. Du hast gesagt, ich könnte. Mehr wollte ich nicht wissen. Blödpool. Bla bla bla. Hierhin. Ja, komm. Da! Schleifer, geh dahin. Ja, danke. So. Okay, wir wissen ja jetzt. Da, woher die Leichen kommen. Und dieses Wissen wollen wir jetzt mit dem tauschen, mit dem wir den.